Moin Moin und willkommen zurück zu City Skylines, Folge 45. Heute geht's weiter mit dem dritten Teil des großen Verkehrsumbaus. Da kann man mal sehen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und obwohl ich hier schon so fertige Intersections aus dem Workshop benutze, ist es dennoch extrem viel Arbeit und zeitaufwendig, aber es macht Bock. Und ja, steckt auch noch mehr Zeit hinter als das, was ihr seht, weil ich schneide ja auch noch Dinge. Aber genau, kommen wir mal zu dem, was ich tun will. Ich hatte ja letzte Folge hier schon mal einen Interchange, einen Kreisverkehr oder den Highway in den Kreisverkehr enden lassen. Ich würde allerdings gerne hier zwischen den beiden Wohngebieten auch nochmal einen Kreisverkehr haben oder irgendwie eine Verbindung. Deswegen werde ich gleich auch von dieser dreispurigen Autobahn, die wir hier haben, gehen wir hier runter. Warte, ist das eine dreispurige Autobahn? Ja, das ist auch eine Autobahn, zweispurig. Genau, und eine Ausfahrt, die würde ich dann im Prinzip hier abzwacken, dass wir dann in dem Sinne von drei runtergehen, zwei geradeaus und dann eine hier drunter herführen und hier rein. Also das ist ja hier hoch, kann ich hier rechts runter, dann hier lang. Und von dieser Seite möchte ich das auch nochmal machen. Wenn die hier hochfahren, dass ich dann auch nochmal hier runter, dann hierhin, hier nochmal einen Kreisverkehr. Den kann man dann sowohl nach links als auch nach rechts verbinden. Vielleicht können wir die Straße dann ein bisschen umlegen, dass sie zum Beispiel von hier nach hier geht. Das ist das eine, was ich machen möchte. Dann den hier vielleicht noch auch nochmal hier reingehen lassen, dass wir einfach in dieses Gebiet hier viele Eingänge haben, damit sich nicht immer alles an einer Stelle staut, so wie das im Moment zum Beispiel hier der Fall ist. Wobei das hier halt auch mit einem Güterzugbahnhof liegt. Ja, dann eventuell dieses Ding hier nochmal anschließen mit einem Dreier-Interchange oder sogar ein Vierer, der noch in die andere Richtung geht. Das weiß ich noch. Und dann möchte ich auch nochmal, wenn es noch reinpasst, beheben oder die Situation beheben, dass wir jetzt hier so viel Traffic bei diesem Güterzugbahnhof haben. Das liegt ja daran, dass wir den hier entfernt haben. Und ja, da habe ich mir auch schon eine Alternative für überlegt und da kommen wir später nochmal drauf. Ja, und dann würde ich mal anfangen.
So, da bin ich wieder. Erster Zwischenstand. Schon lange gedauert. Ich hatte erst diese Straße hier abgerissen. Dann habe ich sie doch nochmal, oder dann habe ich sie, wollte ich sie doch wieder bauen und habe die Brücke nochmal erweitert, dass die hier auch direkt überfahren können, wenn man von hier nach hier will, ohne dass man dann den Kreisverkehr, der ja eh schon für die Autobahnen genutzt wird, noch verstopfen muss. Ich hoffe auch, dass das dann etwas schneller geht. Ach scheiße, ich habe noch eine Einbahnstraße vergessen. Da müsste ich eigentlich noch eigentlich. Ja, eigentlich wäre es auch besser, wenn die andere gleich doch andersrum ist. Ich brauche ja auch zwei an dieser Seite. Würde ich doch die eine so machen. Die andere. So. Und ich lasse einfach mal laufen. 1, 2, 3, 4, 5 Verbindungen an den Kreisverkehr. Aber es sind halt auch immer nur 3 in dem Sinn, die reingehen. Da kommt schon der erste. Der muss ja dann von hier gekommen sein. So, schauen wir mal, wo der hin will. Okay, der will tatsächlich hier nochmal direkt in den gleichen Stadtteil. Aber na gut, ist ja auch okay, über den Kreisverkehr dann da oben zu fahren, wenn es für ihn schneller ist. Dann muss er nicht so viel durch die Stadt fahren. Und die Seitenstraße, die wird auch noch ganz gut benutzt, die linke, die rechte auch. Die sind jetzt beide vierspurig und kommen von einer sechsspurigen Straße runter. Da könnte man nochmal überlegen, ob man die vielleicht auch sechsspurig lassen will. Ich habe jetzt gedacht, dass man vielleicht nur eine vierspurige braucht, weil ja nicht alle über diese Straße fahren, sondern halt auch noch um die Ecke hier. Bin wenig oder weniger als ich erwartet habe, die hier auf den Highway wollen. Und hier habe ich auch nochmal umgeswitcht und habe diesen Ausgang benutzt, um hier ins Industriegebiet zu kommen, weil den hier will ich mir vorbehalten, wenn ich nochmal in diesen Bereich hier gehe, keine Ahnung, um Öl oder irgendwas anderes anzuschließen. Und der obere Ausgang könnte einfach hier direkt in die Stadt reinführen. Ja gut, dann würde ich einmal hingehen und ein Interchange nochmal bauen. Und ich glaube, ich brauche auch hier nochmal einen. So, da bin ich wieder. Ich musste hier doch einiges noch an Gebäuden wegreißen und diese Straße musste ich auch noch mal so ein bisschen umlegen, so curvy. Zum Glück war hier keine Bushaltestelle, die ich wegreißen muss. Das scheint noch alles zu funktionieren. Ich habe hier wieder diesen Windmill Interchange genommen, den ich auch schon hier hinten habe. Und damit habe ich dann auch ja einmal hier eine durchgehende Verbindung per Brücke. Eigentlich hätte ich den, glaube ich, besser drehen sollen, dass die flache Seite doch hier durchgeht, aber gut. Hier will ich aber, glaube ich, ja, Vorfahrt
Einstellen ist, glaube ich, das Beste für diese Situation. Aber wir müssen es einfach mal austesten. Da rechts davon haben wir auch Vorfahrt. Und diese Seitenstraße da oben, da weiß ich noch nicht, ob die wirklich da so bleiben kann. Eventuell müssen wir die nochmal umlegen. Traffic im Interchange geht eigentlich wohl. So, hier können wir auch nochmal eben auf Ampeln checken. Ja, auch nochmal ausmachen. Und vielleicht nochmal ein bisschen nachzonen. Oh, wir haben irgendwie fast gar keinen Bedarf mehr, auch weil wir so viel abgerissen haben teilweise. Das muss ich, glaube ich, erstmal erholen. Und ich habe ja auch relativ viele Büros an die Autobahn gebaut. Da, ja, ist die Nachfrage nach Industrie jetzt auf jeden Fall erstmal unten. Aber hier läuft es echt gut. Hier ist auch kein Stau mehr. Perfekt. Also hier war ja vorher noch richtig Probleme. Und jetzt hier kommt der Bus und... Ach, der will sogar links zum Casino, oder welcher ist das? Hauptstadion, ja, mit 55 Fahrgästen. 5 Busse haben wir da, 100er. Stehen immer relativ wenig darum. Ah, hier sind 93. Ne, der ist voll, okay. Lassen wir so. Ja, für den restlichen Part des Videos wollte ich noch einmal euch kurz den Nachtmodus zeigen. Den hatte ich ja, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal an, aber ansonsten immer aus. Und habe ich mir letzte Mal nach der Aufzeichnung mal angeschaut und alleine mit den Casinos und so weiter sieht das echt klasse aus. Und ich mache jetzt mal einen Skit, bis er hier auf die Nacht umgesprungen ist und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Jetzt wird es schon dunkler, die Lichter gehen alle an. Jetzt nochmal hier. Guck mal, das Ding dreht sich sogar da oben. Bauen wir mal Casino rein. Heftigen Malern hier. Das Stadion bei Nacht. Der Bahnhof. Also selbst auch zum Beispiel, gestern gesehen hatte, Home-Ding von diesem Content Creator Pack. Selbst diese Dinger sind halt animiert und Beleuchtung. Hier einmal so ein Standlicht. Blinkenden Teile. Hier in der Mitte, hier so eine kleine Beleuchtung, also selbst diese Sachen. Richtig cool gemacht. Promenade hier. Da hinten der Turm. Der ist jetzt auch beleuchtet. Und das Highlight fand ich... Auch die Straßen von oben richtig geil. Aber das Highlight fand ich das hier. Jetzt auf Pause. Dann von dieser Brücke in unseren IT-Sektor. Oder so diese Ansicht. Hier mit den Autos drüber. Cool aus. Hier haben wir unseren Green Cities Palast. Hier hatte ich nochmal einen Geheimdienst gebaut. Das ist quasi die Alternative zur Polizei, zum Polizeigebäude. Das war auch in dem DLC dabei. Kostet auch so 1600, wie das Polizeihauptquartier ist, aber ein bisschen schlechter als das Hauptquartier. Aber dafür sieht es halt geiler aus. Und wir können sonst nochmal hier in die Industrie gucken. Hier schön geile Industrie bei Nacht. Das war auch cool.
Hier unten nochmal den anderen Kran. Auch animiert. Ui. Mal, wenn das so aufgeht, dann leuchtet das sogar da drin noch. Hier haben wir doch auch noch so ein kleines Bergwerk. Ja, cool. Dann können wir einmal noch in das andere Industriegebiet. Das Öl. Bin ich so ein Allein. Na ja. Cargo-Ding. Vielleicht hier nochmal zu den Frachtteilen. Okay, und da hinten geht auch schon die Sonne wieder auf. Cool aus. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht auf höchste Qualität und sowas eingestellt. Es gibt ja auch noch so Mods, die das Licht verändern, die Texturqualität noch erhöhen. Da gibt es noch ganz viel, dass es wahrscheinlich noch alles zehnmal geiler aussieht. Aber dann macht mein Rechner wahrscheinlich nicht mehr mit Aufzeichnen und flüssig spielen und alles zusammen erhöhte Grafik. Naja. Okay, aber ja, das wäre es dann erstmal fürs Erste. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch weiter oder wieder gefallen und ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao.